Ja, liebe Bautzenerinnen, liebe Bautzener, ein wirklich ungewöhnliches und eigentlich auch unschönes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben Anfang des Jahres im Rahmen der sogenannten ersten Welle hier bei uns in der Region eigentlich gar nichts mitbekommen von dieser Pandemie. Wir waren kaum berührt davon. Niemand kannte irgendjemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der sowas hatte. Dann kamen die Sommermonate dazu. Viele Menschen sind des Themas überdrüssig geworden und auch müde geworden. Und das alles hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass jetzt im Rahmen der zweiten Welle eine ganze Reihe von Menschen dann doch überrascht worden sind davon, dass es recht heftig zugeschlagen hat, hier in Bautzen und in den Nachbarlandkreisen. Das war im Prinzip so zu erwarten nach dem Geschehen in Tschechien und nach der Entscheidung, die Grenzen offen zu lassen, was ich in europäischer Hinsicht auch vernünftig finde. Und um das an der Stelle auch mal deutlich zu sagen, ich fand den bisherigen Weg auch vernünftig, dass man gesagt hat, wir wollen so wenig Einschränkungen wie möglich und versuchen, mit der Sache klarzukommen. Die Lage hat sich verändert. Dass unser Gesundheitssystem gerade in der Region gerade noch so damit zurechtkommt, hat sehr viel damit zu tun, dass in den Kliniken eine wahnsinnige Arbeit geleistet wird. Sehr aufopferungsvoll sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, unter Missachtung sämtlicher Dienstpläne und Ähnlichem wirklich die Arbeit aufrechterhalten zu können. Das ist wirklich eine wahnsinnige Leistung. Es beeindruckt mich sehr. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür und vielleicht auch mal der kleine Hinweis. Ich würde mir wünschen, dass man sich in Berlin im kommenden Jahr mal Gedanken macht, ob man es beim Applaus für die vielen Menschen in den Gesundheits- und Pflegeberufen belässt oder vielleicht mal Schritte einleitet, dass das auch mit einer höheren Bezahlung in Zukunft einhergeht und zwar unabhängig von der Corona-Pandemie. Aber das nur als kleinen Hinweis am Rande. Wir haben mit dem Jahreswechsel ja auch die Diskussion darum, was ist erlaubt, was nicht. An der Stelle vielleicht eine kleine Bitte. Widerstehen Sie der Versuchung, sich zu Silvester an zentralen Orten in Bautzen, also insbesondere Kornmarkt oder Friedensbrücke, einzufinden. Das ist nach den neuen Maßnahmen sicherlich nicht zulässig und wird auch von der Polizei kontrolliert werden. Vorhergehende Diskussionen zum Verbot von Feuerwerkskörpern halte ich persönlich für vollkommen unsinnig. Das ist ja zum Glück auch vom Tisch. Halten Sie Maß, stimmen Sie sich ein bisschen drauf ein über die Feiertage und an Silvester, dass es diese Vorschriften noch gibt, dass wir auch Weihnachten und den Jahreswechsel ein bisschen mit angezogener Handbremse werden verbringen müssen. Es geht nicht anders, wenn wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten wollen. Und ich glaube, das Risiko ist konkret und mittlerweile sehen das auch sehr, sehr viele Menschen bei uns in der Region so, dass es gar nicht anders geht. Noch ein kleiner Gruß an alle die, die daran nicht glauben und nicht an die Gefährlichkeit glauben. Zeigen Sie Respekt für Ihre Mitmenschen und setzen Sie die Masken da auf, wo es vorgeschrieben ist, auch wenn Sie es persönlich für unsinnig halten. Wäre eine schöne Geste, würde ich mich wirklich darüber freuen. Ich persönlich freue mich am allermeisten darüber, dass dieses Jahr zu Ende geht. Für das kommende Jahr sehe ich wirklich Licht am Ende des Tunnels. Sei es durch die Impfungen, sei es dadurch, dass die Mediziner immer mehr Erfahrung im Kampf gegen das Virus sammeln, sei es daher, dass Forschungen jetzt auch stattfinden, um Mittel für bereits Erkrankte bereitzustellen. Ich denke, wir werden das Thema in den Griff kriegen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr sehr bald nicht mehr auf diese ganzen Einschränkungen und einschränkenden Vorschriften zurückgreifen müssen. Das ist jedenfalls mein persönlicher Wunsch für das kommende Jahr. Ihnen allen wünsche ich jetzt zunächst mal Giovanni Hodde, Istrova Noveleto, also schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Die Gesundheit steht dabei besonders im Fokus. Machen Sie es gut, halten Sie die Ohren steif und eins kann ich Ihnen noch versichern, ich werde mich immer schützend vor die Menschen in der Region und hier im Landkreis stellen. Ich werde das auch in Zukunft nicht hinnehmen, wenn pauschal diffamierend über unsere Region berichtet wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, schönen Jahreswechsel. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Gute. Vielen Dank.